Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Marktausblick und Live-Trading mit Mari Lüdemann. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto und ich heiße Sie im Namen von CapTrader und FXFlat natürlich herzlich willkommen. Heute mal eine ungewohnte Zeit, Freitag. Nichtsdestotrotz sind ja doch einige anwesend. Das freut mich natürlich und der Markt ist auch nicht stehen geblieben. Deswegen haben wir heute einiges zu besprechen. Vielleicht vorab drei Sachen, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Einmal, wenn Sie mal ein paar Minuten haben, würden uns das sehr freuen, wenn Sie diese Marktstudie-Umfrage daran teilnehmen könnten und das ausfüllen könnten. Ich werde die Links natürlich alle gleich in den Chats noch kopieren. Das würde uns sehr helfen, wenn Sie da entsprechend teilnehmen würden. Dann in Verbindung mit Mario haben wir natürlich wieder auch eine ja, Aktion bzw. eine Webinarreihe. Kleines Konto Ghosttraden. Wird Mario bestimmt auch noch was dazu sagen, aber auch hier können Sie Informationen dazu holen. Es hat schon angefangen, aber wie immer kriegen Sie die Aufzeichnung, wenn Sie auch später dazukommen. Und ja, können Sie sich alles hier in Ruhe mal durchlesen, wie Sie auch entsprechend einen Bonus von FXFlat bekommen, wenn Sie sich neu registrieren. Und ein zweites Event wird Ende des Monats stattfinden, auch mit Mario und Jens Rabe und meine Kollegen Andreas und Christian Weiß hier in Düsseldorf. Da werden die Managed Accounts vorgestellt, aber auch über Strategien gesprochen. Auch hier werde ich den Link gleich in den Chat kopieren. Können Sie sich informieren und wenn Sie Zeit haben, sehr gerne teilnehmen. Gut, Mario, du bist auch anwesend. Wir haben ja schon gerade schon ein bisschen gesprochen, auch über den Markt. Der Dow Jones hat gestern zum 46. Mal in diesem Jahr ein neues Rekordhoch gemacht. Also es geht eigentlich nur eine Richtung. Und ja, ich bin mal gespannt, was du den Märkten zu sagen hast. Ich werde jetzt den Bildschirm übertragen und wünsche Ihnen allen ja, frohes Schaffen und viel Spaß. Ja, dann sage ich auch nochmal herzlich willkommen zum heutigen Marktausblick. Weiß jetzt gar nicht, welchen Bildschirm man jetzt sehen kann von mir. Agenda Trader. Agenda Trader, okay, dann machen wir jetzt mal den anderen. So, dann sehen wir auch, müsste man jetzt den S&P sehen. Das ist richtig, ja. Genau, perfekt. Ich werde gerne zum Ende auch noch ein bisschen was zu dem Projekt Kleines Konto Großtraden sagen. Wir haben die ersten Trades jetzt gemacht. Wir haben auch erst ein Webinar gehabt, weil am letzten Montag war ich beruflich unterwegs gewesen. Ich war das ganze Wochenende unterwegs, erst in Dresden, Vortrag gehalten, in Ilsede, in Köln und in Koblenz. Und deswegen musste es leider ausfallen. Deswegen ein Teil ist erst gelaufen. Also wer noch Lust hat, mit dabei zu sein, kann natürlich noch den Bonus bei CapTrader nutzen, wenn er möchte. Würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Wir haben aber auch schon zwei Trades eingegangen. Dazu am Ende mehr. Einen davon haben wir schon mit über 4% plus ins Ziel gebracht. Und das zeigt natürlich auch, dass der Markt natürlich jetzt genau in der Situation ist, die wir uns natürlich wünschen. Das heißt, wir befinden uns momentan in einem starken Aufwärtstrend. Es ist auch nicht ungewöhnlich. Ich habe ja bereits vor 3 Wochen auf den IB Days gesagt, dass das aus meiner Sicht der Startschuss der Herbstrallye ist, die wir hier sehen, und haben entsprechend auch unsere Positionen im Investmentbereich stark nach oben gefahren in den letzten 10 Tagen, weil wir einfach gesehen haben, die Märkte kommen einfach immer weiter voran, und das sehen wir natürlich auch. Der Nelson hat es gerade schon gesagt, im Dow Jones kommen im Prinzip ein neues Hoch nach dem anderen. Das sehen wir auch hier im Bild beim S&P 500 Index. Das heißt, die Märkte zeigen sich wie erwartet saisonal sehr, sehr stark. Daran sieht man schon, egal ob man jetzt strategisch agiert, also als Investor, beispielsweise Saisonalitäten ausnutzt im Handel, um zweistellige Renditen im Jahr zu erzielen, oder ob man als Tag-Stunden-Händler unterwegs ist oder auch im Daytrading. Es ist halt
die beste Zeit des Jahres, um mit Handel zu beginnen oder um zu handeln, weil einfach die Märkte in diesen Monaten einfach sehr, sehr stark sind und sehr kontinuierlich sauber nach oben laufen. Und das sehen wir auch, wenn wir uns die Märkte hier anschauen über die letzten Wochen. Wir haben ja schon oft über das Thema gesprochen. Wir sehen hier auch im S&P, dass der natürlich schon seit Monaten super sauber läuft. Das ist der stärkste Markt von allen, die ich mir regelmäßig anschaue. Also sprich S&P, Nasdaq und deutscher Markt haben jetzt eine sehr schöne, starke Aufwärtsbewegung hier gesehen. Der eine oder andere hat es vielleicht auch vorhin schon mitgekriegt im Vorgespräch mit Nelson. Wir hoffen natürlich auch darauf, dass der Markt jetzt nochmal ein Stück zurückkommt, vielleicht so ein bisschen in die für uns interessante Zielzone hier bei etwa 2500, 2510, weil wir dann nochmal die Möglichkeit hätten, hier Positionen wieder aufzubauen, sowohl im Bereich des Investments als natürlich auch im Tag-Stunden-Handel. So, und das, was natürlich im Tagesbereich interessant ist, wenn Märkte nach oben laufen, sind es natürlich logischerweise auch im Stundenchart extrem gut. Denn wenn wir diese Aufwärtsbewegung alleine der letzten Tage uns anschauen, als der Markt hier dann die letzte Aufwärtsbewegung gemacht hat, diese 2,7%, dann sehen wir natürlich auch entsprechend, wenn wir in den Stundenchart runtergehen, dass wir hier natürlich auch eine schöne Bewegung hatten. Das heißt, wir sehen hier ganz klar, der Markt ist hier sauber nach oben gelaufen, und wenn wir nur diesen Bereich hier uns anschauen, da sieht man einfach, selbst wenn man nur den Index gehandelt hätte, dass der Markt hier sehr, sehr sauber verläuft. Und das ist ja immer so, dass man den Indizes nachsagt, dass sie doch relativ schwierig zu handeln sind. Das ist ja auch ein Grund dafür, warum ich im Prinzip lieber Aktien handle als Indizes. Nur wenn wir hier sehen, wir sehen im Tagesbild ein gutes Chartbild, was ganz klar ist. Wir sehen im Stundenchart ein gutes, klares Bild. Dann finden wir natürlich auch Intraday und vor allen Dingen in Einzelaktien natürlich Werte, die viel, viel stärker sind als diese 2,7%, die der Index in dieser Phase gemacht hat. Und ich meine, 2,7%, das ist wirklich richtig gut, wenn wir uns überlegen, dass der Index im Jahr mal gerade nur im Durchschnitt 7% macht. Das heißt, wir haben allein in der letzten Aufwärtsbewegung ein Drittel der Performance gemacht, die der S&P im Durchschnitt im Jahr macht. Und wenn wir uns Einzelwerte dann anschauen, und da werden wir heute intensiv drauf eingehen, gerade auf vielleicht Werte, die euch besonders interessieren, dass wir uns die anschauen, da kann man dann wirklich schauen, okay, da kriegen wir dann natürlich viel, viel höhere Performances hin, und das ist ja auch der Grund, warum ich so gerne hier agiere, weil ich immer sage, naja, wenn ein Index grundsätzlich nach oben geht und vielleicht eine Performance von durchschnittlich im DAX 6 oder im Index hier im S&P vielleicht 7% macht, wieso soll ich das nicht ausnutzen in besonders starken Werten, dann das Ganze nicht mitzunehmen, ne? Um einfach wieder bei dem Beispiel zu bleiben, was ich natürlich im Prinzip jeden Monat wieder von vorne anführe, wie eine Adidas-Aktie, die in den letzten 20 Monaten über 100% gemacht hat. Also das sind einfach Dinge, wo man sagen muss, okay, das macht einfach Sinn, sich sehr genau die Märkte anzuschauen, und das muss natürlich dann jeder wissen, was möchte er handeln, möchte ich Indizes handeln, Devisen oder Aktien. Mein Schwerpunkt ist halt der Aktienmarkt, weil ich einfach sage, wenn ein Index 2,7% macht in so einer Aufwärtswelle, finde ich bestimmt auch Aktien, die doppelt oder dreimal so viel performen. Machen, versuche dann diese einfach mitzunehmen, so wie das ja auch bei kleinen Konten machen, wo wir dann auch sehen, okay, natürlich nehmen wir Indizes dazu, aber wir suchen natürlich auch innerhalb des Screenings entsprechende Einzelwerte. Wie geht es jetzt weiter, oder was lässt uns erwarten für die nächsten Tage? Das, was wir jetzt im Markt in dieser Stunde gerade sehen, ist eigentlich das, was wir in den letzten Tagen eigentlich nicht gesehen haben, dass endlich mal ein wenig Druck kommt auf der Oberseite. Das heißt, wir sehen hier tatsächlich, dass der Markt leicht anfängt zu konsolidieren, wobei das prozentual gesehen natürlich nichts ist vom Hoch. Das heißt, wir sind hier nicht mal ein halbes Prozent zurzeit im Minus vom Hoch, wenn wir das hier uns runterschauen. Das sieht immer dramatischer aus, als es eigentlich ist, aber das ist die erste größere Kerze, die wir sehen auf der Short-Seite, wenn wir das ganze Bild hier mal zurückverfolgen. Es bleibt doch eigentlich gar nicht aus, es ist Freitag. Also ich denke, es werden viele Händler auch sein, die einfach die Gewinne jetzt heute mitnehmen und dann sich wieder am Anfang der Woche neu positionieren, wie wir das auch machen. Das heißt, wir sind auch hingegangen und haben gesagt, okay, wie wollen wir rangehen? Wollen wir jetzt, nachdem der Markt jetzt mehr oder weniger, wenn wir uns das Ganze nochmal im Tageschart anschauen, nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tagen in Folge, wo wir nur steigende Kurse gesehen haben, fast jeden Tag einen neuen
Schlusskurs, der höher war, jetzt in den Markt einsteigen? Oder ist es nicht viel sinniger zu sagen, okay, wir warten jetzt einfach mal 2, 3 Konsolidierungstage ab, um dann wieder im Tag- und Stundenhandel neu uns zu positionieren? Und das werden wir auch machen im Rahmen von kleine Konten. Das heißt, 2 Positionen sind wir eingegangen. Komme ich am Ende auch noch mal kurz zu. Und eine davon haben wir jetzt in die starke Bewegung, ist jetzt geschlossen worden mit über 4% plus, und dann werden wir jetzt in der nächsten Woche dann schauen, okay, was sagt das Screening, wo haben wir interessante Werte, und das werden wir jetzt ja auch gleich machen, dass wir uns einfach anschauen, welche Werte sehen denn interessant aus, wo haben wir vielleicht die Möglichkeit, in der kommenden Woche einzusteigen, weil eine neue Positionierung heute am Freitag vor dem Wochenende werde ich auf jeden Fall nicht mehr eingehen. Schauen wir uns den Nasdaq-Index an. Dieser war ja im Verhältnis zum S&P in den letzten Wochen eher langsam unterwegs. Wir haben immer wieder neue Hochs gesehen im Nasdaq-Index. Das haben wir hier das Hoch gehabt, dann haben wir hier ein Hoch gehabt, hier, und jetzt haben wir wieder ein Hoch. Was mich so ein bisschen negativ gestimmt hat im Nasdaq, deswegen habe ich auch immer den S&P in den Vordergrund gestellt, ist natürlich, dass wir jedes Mal gesehen haben, nachdem ein neues Hoch entstanden ist, dass wir doch relativ starke Abverkäufe im Anschluss gesehen haben. Das heißt, wir haben hier ein neues Hoch gemacht und der Markt ist erstmal recht stark zurückgekommen. Dann haben wir wieder ein neues Hoch gemacht hier an der Stelle und der Markt hat wieder abverkauft. Und jetzt natürlich die Frage, was passiert jetzt, nachdem wir gestern ein neues Hoch gemacht haben? Wird das Hoch wieder abverkauft oder nicht? Das ist jetzt die spannende Frage. Wir haben ja gerade gesehen, dass der S&P etwas zurückkommt. Ich denke einfach, wir müssen hier einfach abwarten. Also am liebsten würde ich mich tatsächlich wieder auch für die kommende Woche im S&P engagieren, weil hier der Markt einfach wesentlich stärker ist, weil wir hier einfach seit Tagen positive Aufwärtsbewegungen sehen. Wir sehen das natürlich auch im Nasdaq, diese Aufwärtsbewegung, aber sie ist eben nicht so dynamisch. Wir haben vorhin gesehen, wir haben fast jeden Tag neue Schlusskurse gehabt, die höher waren als am Vortag, und das haben wir hier im Nasdaq eben nicht gesehen. Wir haben halt hier 2 Innenkerzen gehabt, also Schlusskurse, die innerhalb des Außenbereiches liegen. Auch hier haben wir mal eine Innenkerze gehabt. Das heißt, wir sehen hier, die Dynamik ist nicht so stark, wie wir das entsprechend im S&P sehen. Und das heißt für mich halt immer, ich schaue halt dann doch lieber, dass ich in dem Markt bleibe, der besonders stark ist. Und das ist halt in diesem Falle der S&P. Und dann werde ich halt im Screening dann sehr genau schauen, okay, welche Aktien möchte ich denn daraus dann entsprechend nehmen? Und das schauen wir uns dann gleich im nächsten Schritt an. Dann ein weiterer Markt, den ich natürlich sehr gerne mir anschaue, in dem wir auch einiges an neuen Positionen jetzt eingegangen sind für den Bereich Investment, das ist der DAX. Und auch hier haben wir uns dann jetzt wieder an die Hochs herangearbeitet. Wir haben ja im DAX, anders als im amerikanischen Markt, doch eine recht starke Konsolidierung gehabt. Das kann man hier ja auch ganz gut sehen, haben wir auch häufiger in den letzten Wochen ja darüber gesprochen, dass der Markt nicht so toll aussah wie der amerikanische Markt. Ist natürlich auch saisonal ein bisschen zu erklären, warum wir hier so schwach sind. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, das war dann schon prozentual gesehen eine ganz schöne Geschichte, wo der Markt hier runtergekommen ist. Wir sind hier rund 8% gefallen, haben das Ganze jetzt allerdings seit Anfang September komplett wieder aufgeholt. Das heißt, der Markt ist sehr stark. Das wissen wir auch, dass der Markt saisonal gesehen stark ist jetzt in dieser Phase. Das heißt, es macht einfach Sinn, natürlich neben dem S&P auch hier zu schauen, im FDAX, wo finde ich Aktien, die vielleicht interessant sind, die innere Stärke aufgebaut haben, so dass wir das Ganze für uns nutzen können. Der Ausbruch selber ist hier noch nicht wirklich signifikant am Hoch. Und das ist etwas, womit man sich auch erstmal zurechtfinden muss, wenn man im Trading ist, gerade wenn man im Intraday-Handel ist, dass man nicht unbedingt glaubt, okay, der Markt läuft jetzt auf so ein Hoch drauf und dann knallt das sofort weg und man ist da durch. Das sieht nachher im Nachgang, sieht das häufig immer sehr, sehr gut aus, wenn der Markt da durchgelaufen ist, aber im Daytrading ist es halt häufig so, dass wir eben sehen, der Markt läuft es an, dann wird man wieder ausgestoppt, man versucht es nochmal wieder raus, nochmal wieder, und irgendwann ist es halt durch. So. Und besonders spannend ist jetzt einfach das Ding, schafft der S&P jetzt eine Konsolidierung, weil dann würde es tatsächlich sein, dann würde der DAX mit der größten Wahrscheinlichkeit eben auch hier nochmal Luft holen, bevor es dann wahrscheinlich in die zweite starke Phase geht, also in die zweite
Valley, weil ich sag mal, das ist hier der Tag gewesen, als wir bei den IB-Days gesagt haben, okay, jetzt hier scheint aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht der Startschuss für die Valley begonnen zu haben, die ja über viele, viele Wochen häufig geht. Das wissen wir aus den vergangenen Jahren, die ganzen Saisonalitäten, die jetzt auch greifen, auch die besonders guten Chartmuster, die man eben entsprechend nutzen kann, auch eben die entsprechenden Feiertage, die natürlich immer wieder zu stark steigenden Kursen führen, wie Thanksgiving, wie Weihnachten, wie Silvester, wo man eben entsprechende Trading-Strategien darauf anwenden kann, um das Ganze zu nutzen. Aber im Index selber sehen wir das halt auch, weil natürlich in diesen Phasen die Märkte überproportional stark steigen. Und das sollten wir uns natürlich als Trader auch zunutze machen, unabhängig davon, in welcher Zeiteinheit wir unterwegs sind, ob als Investor, als Stundenhändler oder im Daytrading-Bereich. Schauen wir uns den Bund-Future an. Der hat uns ja über viele, viele Jahre sehr, sehr viel Freude gemacht. Der ist ja im Prinzip ewig und drei Tage nur in eine Richtung gelaufen. Das Ganze hat jetzt im Prinzip nachgelassen, diese Aufwärtsbewegung. Das heißt, wir sind hier in so einer sogenannten Top-Bildungsphase. Das kann man hier wirklich sehr, sehr gut sehen, weil ich meine, ist ja auch klar, Zinsen, also tiefer als null, habe ich auch früher immer gesagt und gedacht, naja, geht es ja eigentlich nicht. Wir haben ja dann gesehen, dass es doch etwas tiefer als null geht mit den Zinsen. Nichtsdestotrotz scheinen wir jetzt hier wirklich so einen Deckel gefunden zu haben zwischen 160 und 166 im Bund-Future. Und ich sehe im Moment auch keine Veranlassung, hier im Bund-Future großartige Positionen, weder auf der Long- noch auf der Short-Seite zu handeln, sondern ich warte hier einfach im strategischen Bereich, dass wir einfach diesen Bereich nach unten verlassen. Ich gehe auch davon aus, dass wir dann sehr starke Bewegungen auf der Unterseite sehen, wenn wir aus dieser Schiebezone herauskommen, so dass wir dann wahrscheinlich doch sehr, sehr schnell, wenn wir die 160, 159 nach unten verlassen, dann doch eher in diesen Bereich hineinlaufen bei etwa 150, 151. Das heißt also, hier hätten wir dann richtig Spiel nach unten, wo es dann wirklich auch Sinn machen würde, entsprechende Positionen dann hier auf der Short-Seite einzugehen, sei es im Future, sei es im CFD, je nachdem, mit welchem Produkt wir hier an den Start gehen können. Das hängt ja auch ein wenig von unserer Handelsgröße beziehungsweise von unserer Kontogröße ab. Aber ich denke schon, dass wir die beste Phase auf der Long-Seite im Bund Future hinter uns haben. Und dass wir uns eher damit anfreuen sollten, gerade auch nach der Entscheidung der Notenbank in den USA, dass wir mittel- und langfristig wieder eher steigende Zinsen sehen werden, was natürlich das gesamte, ja, für alle, die nicht unbedingt im Trading aktiv sind, das Ganze natürlich wieder langsam zumindest ein bisschen erträglicher macht, weil diese Nullzinspolitik natürlich auch nicht nur Vorteile hat, auch wenn wir im Aktienmarkt natürlich sehr stark davon profitiert haben. Dann habe ich noch den Euro-US-Dollar mit rausgesucht, weil den haben wir hier an dieser Stelle ja in den letzten Monaten sehr, sehr häufig besprochen. Und das erste Mal hatten wir den halt besprochen im Mai, als wir hier über die 200-Tage-Linie gegangen sind, was immer so ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir Märkte haben, die entweder über oder unter dem 200er EMA sind, weil die werden halt doch sehr genau sich angeschaut, nicht nur von den Privaten, sondern natürlich auch von den Investoren, die vielleicht im größeren Bereich unterwegs sind. Und wir sehen wirklich, wie sehr sauber im Prinzip der Euro-US-Dollar gelaufen ist. Und es ist auch kein Geheimnis, was ich verrate, wenn ich sage, dass ich nicht der Minutenhändler im Euro-US-Dollar bin, sondern eher der strategische Investor in diesem Bereich. Das heißt, also ich nutze lieber den Tag bzw. die Stunde für den Handel hier. Und hier sieht man auch, warum das so ist, weil wir hier einfach viel, viel saubere Trends haben. Das heißt, der Markt läuft hier einfach viel, viel sauberer, wenn wir in den großen Zeiteinheiten sind. Natürlich weiß ich, wenn man ein kleines Konto hat, dass es nicht immer so einfach ist, in den großen Zeiteinheiten zu agieren, weil die Stops dann sehr groß sind und so weiter. Nichtsdestotrotz, wenn man die Chance hat, einfach mal im Stundenchart zu agieren, dann wird das Handeln im Euro-US-Dollar natürlich wesentlich einfacher. Es gibt natürlich auch viele Strategien, die wir intraday nutzen können im Euro-US-Dollar, gerade wenn wir daran denken, wenn der Zinsentscheid kommt, wo wir eben sehr schöne Bewegungen häufig mitnehmen können oder auch wenn die Arbeitsmarktdaten kommen. Aber
Die saubereren Trends haben wir hier einfach häufig in den großen Zeiteinheiten. Das ist sowohl jetzt hier auf der Long-Seite, wie wir das in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, wo der Markt, ich sag mal, von der ersten Chance an hier vielleicht einen vernünftigen Trade zu machen bei etwa 1,10, dann hoch bis 1,20. Das ist im Devisenmarkt eine Welt. Wir reden hier immerhin von über 8% Performance-Schub und das in den wenigen Monaten, das ist ja im Devisenbereich wirklich extrem viel, im Aktienbereich wäre das auch immerhin eine Performance von einem ganzen Jahr im Durchschnitt von einem Index, aber im Devisenmarkt ist es halt recht viel. Und wenn wir uns überlegen, davor hatten wir im Prinzip das ähnliche Spiel auf der Short-Seite, da haben wir auch hier häufig im Rahmen vom Marktausblick drüber gesprochen, über diese Phase, wo es auf der anderen Seite auch so einfach war zu handeln. Und das ist eigentlich eines der strategischen Dinge, die ich halt im Handel nutze. Das heißt, ich schaue einfach, wo sind die großen Trends und ich versuche halt nur diese großen Trends mitzunehmen und dann diese Phasen, wo es halt schwierig ist zu handeln, diese typischen Seitwärtsmärkte, die wir natürlich auch hier im Euro-US-Dollar hatten, auf der Unterseite, ähnlich wie wir das vorhin beim Bund-Future auf der Oberseite gesehen haben, das sind eben die Bereiche, die ich dann einfach versuche auszulassen im Handel. Das heißt, ich schaue dann tatsächlich in diesem Bereich eben nicht dann auf den Euro-US-Dollar, sondern ich sage dann einfach, okay, das lasse ich jetzt außen vor und konzentriere mich auf die Märkte, wo ich halt einen starken Trend habe. Das führt dazu, dass man natürlich, wenn man jetzt nur einen Markt handeln würde, wie den Euro-US-Dollar, dann arge Probleme bekommen würde, logischerweise. Das heißt also, Diversifikation tut Not und das macht aber ja auch Sinn und auch eigentlich Spaß, wenn man noch ein paar andere Märkte hat, an denen man entsprechend handeln kann. Weil das macht natürlich mittel- und langfristig Sinn, dass wir nicht nur beispielsweise den Euro-US-Dollar traden oder nur den DAX, sondern dass wir auch schauen, okay, welche Möglichkeiten haben wir noch? Denn wir haben ja vorhin gesehen, der S&P ist viel besser gelaufen als der DAX, auch viel sauberer. Dann muss man halt schauen, okay, da macht es da vielleicht Sinn, hier zu agieren, ähnlich im Devisenmarkt auch, wenn wir dort schauen, welche Möglichkeiten haben wir da und dann zu sagen, okay, wenn das jetzt mal in der Phase nicht so gut aussieht, dann muss ich halt einen anderen Markt nutzen, wo es halt wesentlich einfacher ist zu handeln. Vielleicht noch einen kurzen Blick im deutschen Markt, weil die Fragen eigentlich immer wieder uns ereilen. Wie sieht es in den Nebenwertebereich aus? Auch hier sehen wir im Prinzip eine sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung, beispielsweise im MDAX. Hier ist die Konsolidierung schon einen Tag vorher angefangen. Auch hier eigentlich wichtig, dass der Markt jetzt erstmal ein Stück zurückkommt. Hier ist sicherlich ein wichtiger Bereich, wo der Markt hinlaufen sollte, um hier neue Positionen eventuell aufzubauen. Der Bereich von 25.700 bis 25.300 herunter, das heißt, so 1-2% kann es hier ruhig bergab gehen. Und dann natürlich der TechDAX noch, für alle die, die in den kleinen Werten unterwegs sind, wo wir auch im Bereich von kleinen Konten investiert sind, im TechDAX, weil es hier einfach ein sehr, sehr positives Bild ist. Der Markt ist hier in den letzten Wochen sehr stark gestiegen, was wir dann auch natürlich genutzt haben, um hier entsprechende Positionen aufzubauen. Das heißt, beide Positionen, die wir im Moment long sind, sind wir gut im Plus und wir werden dann versuchen, in den kommenden Wochen immer wieder über Screening hinaus dann entsprechende Werte herauszufinden, wo es einfach Sinn macht, einzusteigen. Wie gesagt, im Moment interessant oder am interessantesten meiner Meinung nach sieht es halt einfach aus im S&P beispielsweise und deswegen können wir hier auch natürlich nochmal gleich einen Blick drauf werfen, welche Werte hier vielleicht besonders interessant sind und können dann natürlich auch gerne uns Werte anschauen, wo ihr sagt, okay, das interessiert euch, wie sieht es da aus, dann gucken wir uns diese Werte natürlich auch sehr gerne an, damit wir einfach heute mal vielleicht den Tag nutzen können, um interessante Werte zu analysieren, die ihr vielleicht selber im Depot habt oder wo ihr vielleicht kurz vor der Kaufentscheidung steht, wo ihr sagt, naja, wenn die jetzt vielleicht zurückkommen, da möchte ich dann vielleicht entsprechend einsteigen. Ja, Gina Trader lädt jetzt gerade kurz die Daten rein für den S&P 500. Das kann ein paar Sekunden dauern. Ihr könnt dann aber auch gleich gerne, wie gesagt, im Fragebereich einfach entsprechende Fragen dann stellen zu Werten, wo ihr sagt, okay, das interessiert euch, da, die würdet ihr vielleicht jetzt gerne im Herbst mit in euer Depot aufnehmen. Lass mich schon mal die Werte kurz sortieren, damit wir die auch gleich die Long-Werte alle zusammen haben.
Also wir sehen hier beispielsweise bei 3M, ich mache es mal erst in den Tageschart ein bisschen größer. Wir haben hier Mitte der Woche den Ausbruch gehabt über das Jahreshoch. Wir sehen also wirklich, die grüne Linie ist dann das Jahreshoch, dass wir wirklich sehr schön nach oben gegangen sind, haben dann eine recht gute Konsolidierung über die Sommermonate gehabt und jetzt wieder der Ausbruch. Das heißt, wir befinden uns jetzt gerade in der Konsolidierung, ähnlich wie der große Index. Und jetzt wird es natürlich Sinn machen, einfach das Ganze zu nutzen, wenn der Markt jetzt nicht jetzt riesig in die Konsolidierung hineingeht, dann das Ganze nach dem Ausbruch zu nutzen, um hier vielleicht nach einer Trendwendeformation hier oder auch auf einer kleineren Zeiteinheit, wenn das nächste 1, 2, 3 kommt, dann wieder entsprechend in die Märkte hineinzukommen. Auch hier sehen wir ein neues Hoch, was gestern entstanden ist. Im Prinzip sehen wir häufig eben ähnliche Bilder. Es gibt ein neues Hoch, es kommt eine Konsolidierung im Prinzip bis an die Ausbruchsmarke. Es gibt wieder ein neues Hoch, Konsolidierung bis an die Ausbruchsmarke. Es gibt wieder ein neues Hoch. Also im Prinzip sehen wir hier immer ähnliche Bilder. Und das ist ja auch das, was das Trading am Ende dann für uns dann doch so einfach macht, wobei es natürlich am Anfang sehr schwer ist. Also das weiß ich selber. Also grundsätzlich ist es ja immer so, wenn man anfängt mit Trading, dann denkt man immer, es ist sehr einfach, dann ist man dabei, macht das 3, 4, 5 Wochen, dann 3 Monate, dann 6 Monate und stellt fest, es ist doch schwieriger als gedacht. Das sieht man ja meistens dann erstmal an der Performance. Wenn man sich aber ein bisschen länger mit dem Markt auseinandergesetzt hat, vor allen Dingen irgendwann angefangen hat, einen Handelsplan zu schreiben und nach dem Handelsplan dann eben versucht, auch entsprechend zu handeln und das Ganze dann im Trading Journal entsprechend aufschreibt und auswertet und dann im Nachgang, also nach der Auswertung, dann natürlich auch versucht, das Ganze zu optimieren, wird man feststellen, dass alles, was wir tun, im Endeffekt doch eigentlich immer mehr oder weniger das Gleiche ist. Das heißt, wir achten immer auf die gleichen Muster, die im Markt vorkommen und versuchen das dann im Handel entsprechend 1:1 umzusetzen. Und das funktioniert mal in bestimmten Marktphasen sehr gut, wie wir das in den letzten Wochen gesehen haben. Dann gibt es eben Konsolidierungsphasen. Da kommt es eigentlich auf uns drauf an, dass wir eben diese möglichst früh erkennen, damit wir eben nicht hier in dieser Phase durchhandeln, was ja fast immer dazu führt, dass in Seitwärtsmärkten oder in Konsolidierungen die allermeisten Trader halt ihr Geld verlieren. Und im Nachgang, wenn wir aus der Konsolidierung herauskommen, haben wir halt wieder die Marktphase, die wieder sehr gut ist für uns, wo wir sehr viele optimistische Kommentare haben. Und dann müssen wir natürlich auch wieder in der Lage sein, wieder umzuschalten im Kopf und nicht zu denken, okay, jetzt habe ich 3, 4 Tage, nee, ist es nicht so gut gelaufen, auch in meinem Konto vielleicht nicht. Und jetzt mag ich nicht mehr handeln. Deswegen ist es immer wichtig, möglichst früh zu erkennen, wann Konsolidierungen kommen, dann wirklich das Trading extremst runterzufahren, zumindest wenn ich auf Tag und Stunde agiere. Im Daytrading-Bereich ist es ja wichtig, dann eher auf den Bereich vielleicht von News zu gehen, weil News kommen natürlich ja eh sehr, sehr häufig. Ich will nicht sagen, dass wir jeden Tag unbedingt große News haben, aber doch häufig genug, als dass wir im News-Trading im Prinzip Tag für Tag doch im Durchschnitt unsere Werte finden, in denen wir agieren können. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man einfach dann auch gerade im Daytrading, wenn man auf 5 Minuten agiert oder auf Minute, wirklich auch die Ruhe dabei hat, entsprechend zu agieren. Wir haben das gestern Nachmittag auch noch hier bei uns im Büro gehabt, als wir uns dann mit dem Thema News-Trading auseinandergesetzt haben und auch einzelne Trades eingegangen sind, dann einfach zu schauen, okay, wie funktioniert das Ganze? Und dass man wirklich dann immer wieder feststellt, man braucht eigentlich gar keine Hektik im Trading, sondern es geht eher darum, mit Ruhe zu handeln und entsprechend dann das Ganze dann entsprechend umzusetzen. Okay, vielleicht schauen wir uns noch 3, 4 Werte an, die hier besonders stark sind, bevor ich gleich auf eure Fragen komme. Ich sehe, dass ihr schon die ersten Trades gepostet habt. Wichtig ist, dass ihr immer die Kürzel mit dazu schreibt, genau, damit wir die Aktien dann gleich da finden. Wenn da keine Kürzel dabei waren, dann sage ich dir, die habe ich jetzt schon rausgesucht. Ja, perfekt. Das ist ja Hand in Hand, das ist immer die einfachste Geschichte. Also hier ist zum Beispiel ein Musterbeispiel dafür, wenn Aktien stark sind, dass wir wirklich hier diese Phasen einfach nutzen können. Natürlich ist es im Minutenhandel immer etwas schwieriger, wenn wir nicht so große Tagesranges haben, wie beispielsweise jetzt hier. Aber grundsätzlich ist natürlich so, wir müssen ja in Aktien, die zum Beispiel keine großen Tagesranges haben, nicht unbedingt im Minutenchart agieren, sondern wir können dann genauso gut sagen, okay, dann nehmen wir halt hier eine größere Zeiteinheit und dann ist es eben doch relativ einfach und simpel, hier entsprechend
entsprechend die Position zu fahren. Und am Ende des Tages, am Ende der Woche ist es eigentlich egal, ob wir jetzt 3% Performance beispielsweise im Stundenchart realisiert haben oder ob wir die Performance im 5-Minuten-Chart gemacht haben. Also man sieht hier wirklich die Werte, die der Screener hier ausspuckt, laufen im Prinzip alle ähnlich. Der Punkt ist einfach, dass ich gerne Werte auffinden würde, die jetzt schon vielleicht in die Konsolidierung übergegangen sind. Aber wir sehen hier wirklich, dass hier die Werte hier fast alle stark sind. Und nicht nur ein bisschen stark, sondern wirklich zum Teil extrem. Das sehen wir auch in unserer Morgenroutine, die wir bei uns immer durchführen, dass wir im Moment das Verhältnis haben, dass wir an der Nasdaq beispielsweise 10-mal so viele Aktien haben, die neue Allzeithochs machen im Verhältnis zu Allzeittiefs. Und an der NYSE ist es sogar noch krasser, da ist das Verhältnis noch viel, viel stärker, Aktien, die neue Allzeithochs machen zu Allzeittiefs. Das heißt, das sind alles Indikationen, wo wir im Prinzip feststellen können, okay, die Märkte wollen einfach nach oben. Das heißt, wenn wir jetzt versuchen, auf der Short-Seite zu agieren, ich meine, ich rede jetzt nicht von der Konsolidierung, sondern grundsätzlich, dass es viel mehr Sinn macht, die Long-Seite zu nutzen, wenn wir stark sind und dann eben diese Aspekte, die in der Morgenroutine, die ja jeder von uns hoffentlich macht, sich die Märkte genau anschaut, um zu gucken, wie komme ich denn jetzt überhaupt hinein und was ist jetzt wirklich wichtig, dann festzustellen, okay, ich habe bestimmte Faktoren, auf die ich achten muss, bestimmte Indizes, dass ich mir anschauen muss, dass ich weiß, welche Nachrichten hat es gegeben, wie sieht das Put-Call-Ratio aus, wie sieht es vielleicht mit dem VDAX New aus, dass man einfach so die wichtigsten Dinge zusammen hat, das kurz für sich zusammenfasst und dann sagt, okay, es spricht eigentlich alles für steigende Kurse, also versuche ich das natürlich auch entsprechend in einzelnen Werten umzusetzen. Ja, auch hier sehen wir im Prinzip bei der nächsten Aktie, es geht eigentlich nur stark bergauf und jede Konsolidierung, die wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, ist eigentlich immer eine Möglichkeit wieder zum Einstieg. Und das sehen wir eben auch hier, wenn der Markt hier mal ein Stück zurückgekommen ist, dann muss man das Ganze einfach nutzen, hier zu sagen, okay, der Markt kommt hier ein Stück zurück, ganz klar zu sehen, wenn man hier nochmal ein neues Tief und dann aber auch sehen wir sofort, der Markt nimmt im Prinzip den nächsten Anlauf wieder. Es gibt hier keine neuen Tiefs. Wir sehen hier auf einem Level in etwa gab es drei Tiefs. Wir sehen aber auch schon hier das nächste höhere Hoch und dann zack und im Prinzip am nächsten Tag, nachdem das jeder gesehen hat, dass die Bodenbildung hier beendet ist, kommt im Prinzip ein Gap und dann läuft der Markt einfach sehr, sehr stark hoch. Und das ist halt ein Bild, was wir sehr häufig sehen im amerikanischen Markt. Wenn alle das gleiche Muster sehen, dann bekommen wir halt häufig einen Gap. Und da muss man halt sehen, dass man hier entsprechend die Orders entsprechend gut aufgibt, dass wir jetzt nicht hier einen Dollar höher eingestoppt werden, als wir das vielleicht möchten. Okay, dann schauen wir doch einfach mal, welche Aktien ihr so herausgesucht habt. Und dann starten wir doch einfach mal. Vielleicht fange ich erst mal mit der Frage an von Friedhelm noch gerade, die da ist, und dann gehen wir an die Einzelwerte. Ja. Stimmung ist sehr positiv, sehr, sehr positiv. Was ein Kontraindikator ist? Jein. Also grundsätzlich natürlich, wenn alle Leute positiv gestimmt sind, dann ist es häufig ein Zeichen für eine Konsolidierung oder dass der Markt zurückkommt. Nur diese positive Stimmung sehen wir ja nicht nur seit heute. Friedhelm. Das heißt also, wenn wir uns die Märkte ein bisschen länger anschauen und dann im Prinzip auf die ganzen Daten schauen, die wir auch sammeln, wie verhalten sich die Märkte momentan, dann muss man einfach sagen, wir sehen eigentlich schon seit einiger Zeit, dass die Märkte sehr, sehr positiv sind, auch dass das Put-Call-Ratio und alles, was da dran hängt, im Prinzip immer, immer positiv ist. Und ja, was sollen wir machen? Also sollen wir sagen, nur weil alles gut aussieht, wollen wir jetzt nicht handeln und die Gewinne halt nicht mitnehmen? Ich blende das mal ganz kurz hier ein, damit man das mal vielleicht kurz sieht. Also wenn wir uns das anschauen, das Verhältnis zwischen Aktien, die auf Allzeithoch sind, zu Allzeittiefs an der Nasdaq, sehen wir haben hier mehr als 1 zu 10. Und wir haben sogar hier das Verhältnis an der NYSE, was mehr als 1 zu 20 ist. So, und wenn wir jetzt ein paar Tage weitergehen zurück, dann sehen wir einfach, dass dieses Verhältnis eben nicht nur jetzt seit 3-4 Tagen ist. Das war, als ich die 3 Tage nicht da war, aber das Verhältnis ist hier 1 zu 15. Und das ist die ganze Zeit schon seit, ja, seit Wochen im Prinzip so positiv. So, wenn wir jetzt hier hochgehen, hier vorher war es dann nicht mehr so gut, aber wir sehen dieses im Prinzip seit Ende August haben wir dieses Klima. Und wenn wir sagen, okay, das ist ein Kontraindikator, ja, okay, nur dann hätte ich diese ganze Aufwärtsbewegung im Handel in den Indizes halt nicht mitbekommen. Und da bin ich mir immer
Also ich finde, es ist gut, auf der einen Seite zu sagen, okay, ich bin, man soll nicht blind hinterherlaufen, bin ich vollkommen dabei. Wir sehen aber auch, wir haben gesagt, seit Ende August haben wir ein positives Umfeld im Markt und da sehen wir, seitdem laufen die Märkte kontinuierlich nach oben. Für mich ist es immer so, solange ich Stops im Markt habe, es ist mir doch eigentlich egal, ob irgendwann dann die Stimmung kippt und wir rausfliegen, weil der Markt holt mich von alleine heraus, wenn die Konsolidierung kommt. Das heißt, natürlich, wenn ich jetzt erst anfange zu traden, also ich habe jetzt die ganzen letzten 4 Wochen nichts gemacht, obwohl alle Anzeichen dafür sprachen, dass wir ein positives Marktumfeld haben, na dann ist es halt blöd, wenn ich jetzt am Montag beispielsweise ausgestoppt werde. Aber dann ist es auch nicht dramatisch, weil dann haben wir halt 3, 4, 5 Tage Konsolidierung und dann läuft es halt wieder in die entsprechende Richtung zurück. Deswegen als Trader ist es ja eigentlich egal, ob und wann wir ausgestoppt werden. Also ich sag mal, wir haben jetzt die Bewegung mitgenommen, sind hier vielleicht einmal ausgestoppt worden, jetzt haben wir wieder 6, 7 Tage gehabt, wo es gelaufen ist. Es ist halt schwer zu sagen, wann das Ende da ist. Saisonal gesehen sind wir gerade am Anfang dieser Aufwärtsbewegung. Deswegen, ja, ich gucke da immer drauf, aber ich bewerte das nicht über. Auch wenn man jetzt sieht, okay, das Verhältnis ist extremst stark und wir sind reif für eine Konsolidierung. Das ist ja auch der Grund, warum ich sage, es macht keinen Sinn für mich, heute mehr in eine strategische Position im Stundenhandel einzugehen, sondern ich warte halt drauf, dass die Märkte jetzt bitte erst korrigieren. Aber die Position, die ich long habe, die werde ich ja deswegen jetzt nicht aufgeben, nur weil ich davon ausgehe, dass wir eventuell eine Konsolidierung bekommen. Weil wenn ich strategisch unterwegs bin, das heißt im Bereich Investment, dann will ich ja, dass langfristig im Prinzip drinne bleiben oder zumindest mittelfristig. Wenn ich im Stundenhandel bin, dann werde ich aus den Positionen, wo ich drinne bin, vielleicht herausgeholt, weil ich ja Stops im System habe und nutze dann im Prinzip die nächste Konsolidierung, um wieder einzusteigen. Also deswegen ja, sehe ich das nicht so dramatisch, weil es ja jetzt nicht, ich arbeite ja nicht mit Hebelprodukten oder sonstigen Dingen, sondern bin einfach ganz normal mit dem Kapital, was ich habe, im Markt und habe halt Stops. Wenn ich keine Stops hätte, wäre es schwieriger, klar, aber wir haben ja im Tagstundenhandel, im Trading oder auch im Daytrading immer Stops im System und die holen uns dann von alleine raus, wenn der Markt halt nicht mehr so gut läuft. Aber das mal so am Rande. Und jetzt kommen wir aber zu den entsprechenden Werten. MU als erster Wert. Okay, Micron Technology. Im Endeffekt genau das passiert, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Also nachdem die Aktie dann sich aufgemacht hat, neue Hochs anzulaufen, kannte die Aktie im Prinzip kein Halten mehr. Starke Bewegung nach oben. Hier sehen wir auch im Prinzip immer, Rückläufe sind im Endeffekt immer dafür gut, in die Märkte einzusteigen. Das liegt einfach zum großen Teil an einfach diesem saisonalen Muster, was wir immer wieder haben. Wir gehen da ja immer wieder drauf ein, sowohl hier in den entsprechenden Webinaren als auch bei uns natürlich in den entsprechenden Coachings. Ob das jetzt für Investoren ist, die sagen, ich möchte gern 10-15% im Jahr machen, mit einem Zeitaufwand von vielleicht 1 Stunde im Monat, wo es einfach nur darum geht, strategisch sich gut aufzustellen, oder ob es im Trading ist. Wir haben einfach im Herbst eine gute Zeit und die Aktie sieht wirklich gut aus, wenn man drinne ist, alles perfekt und geht es im Prinzip auch nur darum, wir haben jetzt 2 Tage Konsolidierung gesehen, 3. Tag und wenn ich jetzt hinein wollte, schaue ich mir halt einfach nur den Stundenchart an und sehe hier auch, okay, der Markt macht hier eine Abwärtskorrektur, das ist ja auch genau das, was wir eigentlich immer sehen wollen, dass der Markt irgendwann mal wieder Luft holt. Wenn wir drinnen sind, müssen wir ja irgendwann auch unsere Stops nachziehen können. Das heißt, da ist es wichtig, auch dass wir eine Konsolidierung bekommen. Und wenn man noch nicht drinnen ist, naja, da müssen wir jetzt halt schauen, kommt der Markt entweder stärker zurück, dass wir einfach wesentlich tiefer noch die Möglichkeit haben, im Rücklauf zu kaufen. Das wäre so die eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn der Markt jetzt hier beispielsweise zurückkommt, dann zu sagen, ich möchte mich in den Rücklauf vielleicht einstoppen lassen mit dem Stop hier unter dem Tief. Das ist ja die eine Möglichkeit. Oder wir sagen, okay, wenn ein neuer Trend entsteht, ob jetzt auf Stunde oder was auch immer wir handeln möchten, dann versuche ich halt aus der Konsolidierung heraus hineinzukommen. Ist auf jeden Fall immer besser, als hier oben am Hoch hier über 40, 50 die Position aufzumachen, weil dann sind wir meistens die Letzten in der Kette. Nein, nicht ganz, weil irgendjemand muss da nachher auch immer noch kaufen. Aber grundsätzlich ist es mir persönlich immer lieber, hier aus der Konsolidierung heraus hineinzukommen. Also immer unabhängig davon, bin ich jetzt drinne, dann brauche ich die Korrektur, um meinen Stop nachzuziehen.
ziehen oder wenn ich einsteigen möchte entsprechend, dann nutze ich im Prinzip entweder den Rücklauf, um mich einstoppen zu lassen mit einem Stop unterm Tief, das ist hier eine Möglichkeit, oder die zweite, ich warte einfach darauf, dass hier die Bewegung nach oben läuft und wir ein neues 1, 2, 3 nach oben bekommen. Okay, nächster Wert, PCLN, Priceline. Jawohl. Ja, die Aktie kommt hier aus der Korrektur, die im Verhältnis, wenn wir mal alles andere nehmen, was wir gerade gesehen haben, natürlich viel, viel stärker ist als beispielsweise das, was wir ja vorher im Nasdaq gesehen haben. Wir haben gesehen, der Nasdaq ist am Hoch angekommen, das ist Priceline noch nicht. Priceline hat auch die alten Tiefs herausgenommen, wobei diese im Prinzip nicht wirklich dauerhaft unterschritten wurden, was erstmal für Stärke spricht. Das heißt, dass wir können hier solche Sachen natürlich mit entsprechenden Setups immer nutzen, um dann diese Bewegung nach oben mitzubekommen. Grundsätzlich sehen wir aber ja jetzt, dass die Aktie im Prinzip hier wieder einen neuen Trend etabliert, hier im Stundenchart, so dass wir, wenn wir drinne sind, im Prinzip ja erstmal recht beruhigt sein können, weil die Aktie jetzt ja auch in den letzten Tagen hier 5% Performance gemacht hat, was ja im Verhältnis zum Index doch recht stark ist. Das heißt, sie holt jetzt auch ein bisschen auf in diesem Bereich. Und wenn man jetzt einsteigen möchte, würde ich vielleicht den nächsten Rücklauf versuchen zu nutzen, um hier in die Aktie hineinzukommen. Okay, nächste Aktie ist ISRG, Richard Gustav. ISRG. Okay, dann machen wir die mal ein bisschen größer. Ja, hier sind wir im Prinzip wieder schön in der Bewegung in der Aktie. Das kann man ja auch ganz gut hier sehen, wie das hier wirklich gerade neues Hoch markiert hat. Wir hatten hier die Aktie auch schon mal im Mai besprochen gehabt. Seitdem ist die Aktie eigentlich super gut gelaufen. Das heißt, für alle, die die Aktie im Tageschart handeln, sehen wir einfach ganz klar, wie einfach sich Aktien im Tageschart handeln lassen. So ist es ja auch häufig in Indizes, dass da eigentlich alles recht einfach ist. Problematisch wird es für die meisten eigentlich immer ja dann, wenn man in die kleineren Zeiteinheiten geht. Aber wie gesagt, im Aktienmarkt ist es halt häufig auch im Stundenchart sehr einfach, auch intraday. Und jetzt sind wir natürlich weit in der Bewegung. Das heißt, ich würde jetzt hier keine neue Position aufmachen wollen in ISRG, sondern würde jetzt hier auch erstmal abwarten, dass wir hier entsprechend in die Korrektur hineinkommen, um dann hier auf diesem Level von etwa 1040, 1050 dann entsprechend eine neue Position aufzubauen, egal ob jetzt auf Stundenbasis oder im Daytrading-Bereich. Wobei ich bei dem Wert hier auch in der TWS aktuell einen Preis habe von 363, also entweder... Ich weiß jetzt nicht, ob meine Angabe stimmt, ob da jetzt ein Downgap war, so riesig, aber... Ich sehe auch gerade, dass die Kursangabe, die wir hier haben, vom 4.10. ist. Das heißt, hier fehlt im Prinzip gestern und vorgestern. Ich lade nochmal die Daten neu rein. Würde mich jetzt zwar... Da gibt es tatsächlich noch zwei weitere Daten. Ist ja komisch, das sieht aus, als wenn es einen Split gegeben hat. Split 1-3 wahrscheinlich. Ja. Genau. Die hat er jetzt erst beim neuen Datenladen genommen. Okay. Ändert aber im Grundsatz nichts an der Analyse, dass die Aktie jetzt weit in der Bewegung ist und dass wir für den Einstieg jetzt, wir befinden uns halt, das ist eigentlich immer so ein guter Punkt. Wir befinden uns halt oberhalb des letzten Hochs. So, und wir sind im Prinzip jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Tage danach gestiegen. Wir haben jedes Mal ein neues Hoch bekommen. Und deswegen finde ich das halt immer wichtig, dann zu sagen, okay, wir sind jetzt halt weit in der Bewegung. Wenn ich jetzt einen neuen Trade machen möchte, muss ich den ja nicht unbedingt machen, nachdem das neue Hoch jetzt über eine Woche schon gelaufen ist, sondern ich nutze doch viel lieber im Prinzip hier diese Rückgänge, die Aktien ja im Prinzip in jeder Korrekturphase haben, auch hier, um dann aus der Korrektur heraus in solche Trades hineinzukommen. Okay, dann bleiben wir im amerikanischen Markt am besten und nehmen Netflix, NFLX. Sehr beliebte Aktie, die jetzt wieder gerade ein neues Hoch gemacht hat, also die im Prinzip jetzt
entgegengesetztes Indexes, der jetzt ja ein bisschen schwächer heute zeigte, sehr schön auch jetzt nach oben gelaufen hat, hat auch im Prinzip das neue Hoch etabliert. Je nachdem, wenn man, ob man jetzt Intraday handelt oder nicht. Beim Intraday-Handel finde ich, ist es halt noch sehr spannend zu handeln. Da sieht man aber auch, wie gut es ist, wenn man aus der Korrektur heraus hier einsteigt, weil die Bewegung, die wir gestern gesehen haben und auch heute, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, so von 184, 185 hoch bis 197. Ich meine, wir reden da immerhin von über 10 Dollar. Das heißt, wir machen hier 5-6%. Und das ist natürlich im Daytrading natürlich echt eine Welt. Das heißt, wenn man aus der Korrektur herauskommt, diese Bewegung nach oben bekommt, hat man halt eine Riesenchance, bei solchen Aktien dann tatsächlich mit dabei zu sein und dann wirklich mit einem sehr engen Stop, gerade als Daytrader, hier entsprechend Positionen aufzubauen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns das Ganze im Stundenchart anschauen, sehen wir das Ganze natürlich ähnlich. Das heißt, wenn wir hier uns anschauen, wir haben hier eine Korrektur gehabt und wenn man dann versucht, nach der Korrektur entsprechend in einen solchen Wert hineinzukommen, wir sehen, hier hat es ein Doppeltief gegeben. Der Markt ist hier also zweimal mehr oder weniger auf das gleiche Level zurückgekommen und dann sehen wir hier, okay, auf der anderen Seite, wie schön der Markt dann sehr sauber mit einem Gap nach oben gelaufen ist, eine Konsolidierung gemacht hat und genau das, was wir eigentlich wollen, aus der Konsolidierung heraus dann, egal ob jetzt auf Stundenbasis oder im Daytrading auf 5-Minuten-Basis, wenn wir solche Phasen haben, wo Aktien auf Tagesbasis oder auf Stundenbasis gut aussehen, dann ist es ja im Endeffekt auch nichts anderes. Ich zeichne das extra in Rot ein, damit wir uns das Ganze auch jetzt nochmal besser finden, wenn wir es in unserem Daytrading anschauen, wo wir dann sagen können, okay, wenn wir in so eine Phase kommen, das macht doch durchaus Sinn, das Ganze natürlich auch intraday zu handeln, weil alles, was auf großen Zeiteinheiten gut funktioniert, schnell läuft, das macht doch auch Sinn, das Ganze dann entsprechend im Daytrading umzusetzen. Und hier sehen wir eben auch, dass die Märkte im Prinzip das gleiche Muster machen. Markt macht auf, kommt runter und dann läuft er im Endeffekt Stück für Stück immer weiter nach oben und das eben auch ohne die alten Tiefs hier herauszunehmen. Also wenn wir uns das anschauen, das ist ja immer das, was spannend ist. Wir haben hier ein Tief, wir haben hier das nächste Tief, wir haben hier ein Tief. So, und jetzt können wir den Stop ja hier erst nachziehen, nachdem das neue Hoch da ist. Das heißt also, die Märkte laufen eigentlich immer kontinuierlich nach oben und aus meiner Sicht ist es eben immer wichtig, dass wir immer auf die Dynamik achten. Wir brauchen auch in Aktien, die dynamisch sind, deswegen verwende ich ja auch sehr gerne diesen Dynamikfilter, das Sechs-Phasen-Modell, damit ich wirklich die Werte rausfilter, die wirklich spannend sind, die besonders stark sind und versuche die dann entsprechend auf den Zeiteinheiten zu nutzen, um entsprechende Positionen aufzubauen. So, dann zwei weitere Klassiker, Cisco und Intel. Na, jetzt haben wir es. Ja, Cisco ist im Verhältnis jetzt zum Nasdaq selber noch ein bisschen zurück, aber auch nicht viel, hat jetzt auch in den letzten Wochen im Prinzip aufgeholt, aber ist doch im Verhältnis zu dem, was wir jetzt gerade gesehen haben, doch wesentlich schwächer. Das heißt, wenn ich im Screening bin, versuche ich natürlich möglichst immer die Werte zu finden, die besonders spannend sind. Was jetzt allerdings für Cisco sprechen würde, wäre, dass wir eigentlich eine sehr trendkonforme Konsolidierungsformation im Moment haben. Das heißt, wir sehen keine neuen Tiefs, wir sehen aber auch noch keine neuen Hochs. Die charttechnisch unterwegs sind und die sehen natürlich auch sofort, dass sich hier sowas wie ein Dreieck hier anbahnt und wir hier häufig aus diesen Konsolidierungsmustern natürlich entsprechend ausbrechen irgendwann und markttechnisch gesehen ist natürlich dann das im Prinzip genau das Gleiche. Das heißt, wenn wir uns das Ganze dann im Stundenchart anschauen, dann sehen wir natürlich auch diese Konsolidierung. Es gibt hier keine neuen Tiefs mehr, es gibt hier aber auch noch keine neuen Hochs. Das heißt, die Aktie konsolidiert rein auf der zeitlichen Ebene. Und wenn es dann zum Ausbruch kommt, wird es auch häufig sehr, sehr dynamisch sein und bekommen dann auch meistens eine sehr, sehr schöne Bewegung. Aber sie ist grundsätzlich auf jeden Fall schwächer als der Nasdaq und auch viele andere Werte, die wir uns gerade angeschaut haben. So, und dann hat es noch Intel, glaube ich, noch gesagt, ne? Genau. Okay, also Intel hier auch im Prinzip die alten Hochs alle herausgenommen und hier im Endeffekt auch mustergültig gelaufen. Das heißt, Ausbruch, Rücklauf und jetzt wieder neues Hoch gemacht.
Man muss halt wirklich immer versuchen, nach diesen Ausbrüchen möglichst dann versuchen, in entsprechende Werte hineinzukommen, weil wir sehen hier einfach, dass dann die Dynamik plötzlich von einem Tag auf die andere massiv zunimmt. Auch die Umsätze gehen dann plötzlich sehr stark nach oben. Das heißt, diese Kombination aus starker Bewegung und Umsatz verraten uns natürlich sehr, sehr früh, wo die Post abgeht, weil das ist ja auch genau für das, wenn man im Daytrading ist, eben der wichtige Punkt, dass wir uns dann anschauen, okay, wo haben wir grundsätzlich die Dynamik, in welchen Aktien sind auf Tagesbasis interessant, gibt es da vielleicht irgendwelche News, und dann, wenn wir ins Daytrading übergehen, dann sind natürlich eben Dinge wie Volumina sehr spannend, aber eben auch Tageslinien, und das ist ja auch genau das, was das Daytrading nachher so spannend macht, dass es eben nicht nur so 3, 4, 5 Faktoren sind, auf die wir achten müssen, dann handeln wir es einfach runter, sondern dass wir eben viele, viele Dinge bekommen, die hier ineinander greifen. Und wenn wir diese Dinge gut zusammenbekommen, ich sage mal, das ist wie so ein Puzzlespiel, man muss viele Dinge zusammenbringen, und dann haben wir hier die Möglichkeit, eben das Ganze sehr gut umzusetzen, und er hilft halt immer wieder meinen Handelsplan und eben auch die Auswertung des Trading Journals. Diese Dinge muss man einfach zusammenbringen, weil nur dann wird man auch im Daytrading langfristig erfolgreich sein. Okay, dann wechseln wir mal zum deutschen Markt, mal zwischendurch. Dann haben wir Deutsche Post, Lufthansa und Continental. Okay, dann fangen wir mit Deutscher Post an. Deutsche Post. Ja, auch im Endeffekt sehr, sehr stark. Im Prinzip auf jeden Fall ein Titel, den man gerade im deutschen Markt gut im Depot haben kann momentan. Wenn man jetzt einsteigen möchte, im Prinzip ist es ja auch gut gelaufen. Die Aktie kommt hier schön zurück. Und ich würde halt immer jetzt in der Konsolidierung, wenn ich einsteigen möchte, einfach immer das gleiche Muster eben suchen. Warten, bis die Konsolidierung ausläuft und dann versuchen, in den Markt zu kommen. Wir sehen ja, dass das alte Tief hier im Moment, auch wenn das jetzt nur eine kleine Korrektur war, hier bisher erstmal gehalten hat. Die nächste kleine Korrektur liegt dann halt entsprechend hier, bevor wir jetzt das ganz große Bild hier unten sehen. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier an das große Trendtief hier in irgendeiner Art und Weise heranlaufen, auch wenn ich das jetzt hier eingezeichnet habe. Aber das, glaube ich, ist einfach viel, viel zu weit weg, wenn jetzt die Märkte nicht gerade umkippen, weil irgendwie politisch wieder irgendwas kommt, wo Nordkorea und USA wieder aneinander geraten. Aber wenn alles normal bleibt, gehe ich davon aus, dass eine der beiden Bereiche hier halten, um dann hier eine neue Aufwärtsbewegung im Prinzip dann wieder ins Leben zu rufen, und die kann man dann halt entsprechend nutzen, um dann wieder neu in den Markt hineinzukommen. Okay, dann hatten wir noch Lufthansa. LHA, die ist in den letzten Wochen natürlich auch extremst stark gelaufen, Lufthansa. So, auch hier sehen wir eben, dass wir sehr, sehr gut nach oben gelaufen sind, auch gerade in den letzten Tagen, wenn wir uns das anschauen, vor gut 2 Wochen waren wir noch bei 22, jetzt sind wir bei 24, das sind einfach mal 10% Bewegung. Und das ist eben das, was ich eingangs sagte, wenn wir ein gutes Screening machen, haben wir halt den Vorteil, dass wir eben nicht nur in so einer Aufwärtsphase wie im Index beispielsweise im S&P nur 2,7% hatten, sondern wir finden eigentlich immer Werte, die viel, viel stärker sind. Wir müssen halt einfach nur darauf achten, welche Werte sind hier eben entsprechend stark. Und die versuche ich dann natürlich auch dann immer möglichst einzufangen, um dann zu sagen, okay, hier macht es halt Sinn, sich entsprechend zu positionieren. Und man muss sich eigentlich nur die Frage stellen, will ich das Ganze immer nur kurzfristig, also im Prinzip von Tag zu Tag immer wieder in die gleichen Werte rein, oder bin ich eher der Händler, der sagt, naja, ich möchte eigentlich die gesamte Bewegung, die hier vielleicht aus der Korrektur entsteht, einfach mitnehmen, um dann hier herauf eben entsprechend hier 4, 5% nach oben mitzunehmen. Das muss man halt immer für sich klar machen oder halt im Investmentbereich. Aber macht natürlich auf jeden Fall Sinn, hier die Lufthansa auch die Korrektur entsprechend abzuwarten und dann wieder eine neue Position einzugehen. Dann hatten wir Continental. Auch ein Wert, den wir im Depot haben momentan im Bereich Manage Account, weil die Aktie sehr, sehr stark ist, hat jetzt heute auch ein bisschen konsolidiert, aber grundsätzlich ist sie natürlich auch hier aufwärts gerichtet, hat hier viel Stärke und weitere Positionsaufbau
macht auf jeden Fall Sinn, wenn die Aktie ein bisschen weiter in die Konsolidierung hineingeht. Grundsätzlich aber ist die Aktie halt sehr stark, profitiert natürlich wie die ganzen Automobilkonzerne auch natürlich vom schwachen oder schwächeren Euro. Das haben wir uns ja vorhin schon angeschaut, den Euro. Das heißt, solche Dinge spielen natürlich eine wesentliche Rolle im Handel und das ist auch der Grund, was nachher den erfolgreichen Händler von dem, ich sag mal, von dem durchschnittlichen Händler vielleicht unterscheidet, dass man einfach diese Puzzleteile zusammenbringt, dass man einfach sagt, okay, worauf muss ich denn eigentlich achten im Bereich der Branchenrotation, welche Werte werden denn wann überhaupt gespielt, also das ist ja eigentlich das, wo wir sehr frühzeitig erkennen, wo es Sinn macht zu investieren. Abgesehen von der Markttechnik können wir ja anhand solcher Faktoren wie Branchenrotation, wie Morgenroutine sehr schnell feststellen, welche Bereiche hier spannend sind und wo wir halt einsteigen möchten. Okay, also 6 Werte habe ich noch. Okay, also wir müssen, da müssen wir rangehen, weil ich im Anschluss sofort ein Coaching habe, genau. Deswegen dann lass uns Gas geben. Richtig, Snapchat und Red Hat. Okay, Snapchat, kannst du ganz kurz S-N-A-P. S-N-A-P. Genau. Okay, warum habe ich hier nur ein CFD, weiß ich nicht. S-N-A-P, bist du sicher? SNAP. Bekomme ich leider nicht den Kurs, warum auch immer. Snap on. Nee, bekomme ich leider nicht, warum auch immer. Okay, dann machen wir einfach den nächsten Wert. R-E-R-H-T. Red Hat. R-H-T, genau. Genau. E. Okay. Auch da scheinst du es nicht zu haben. Ah, unter Symbol vielleicht. Da haben wir es. Ja, okay. Okay, da haben wir es. Im Endeffekt ähnliches Bild wie bei vielen anderen Werten auch. Wir sehen es auch schon, der Screener hat es auch von alleine herausgefunden. Aktie aus der Konsolidierung, also macht ein Gap, konsolidiert eigentlich genau das, was wir eigentlich ja im Handel immer suchen. Aufwärtsbewegung, Korrektur und dann aus der Korrektur heraus einfach aus dem Stand 6% in 6-7 Handelstagen. Sieht super aus. Ich würde halt keine neue Position jetzt eingehen, sondern auch hier drauf hoffen, dass der Markt hier korrigiert, damit wir einfach tiefer wieder reinkommen, weil ich einfach immer diese Verhältnismäßigkeit versuche zusammenzubringen. Aktie ist in der Bewegung ein ganzes Stück nach oben gelaufen, 6%, und der Index sieht eben auch so aus, als wenn er kurz davor ist zu konsolidieren, und von daher nutze ich dann einfach den Rücklauf, um neue Positionen halt entsprechend aufzubauen. Dann LC und ATVI. LC. Ja, das finde ich recht spannend aus mehrerlei Hinsicht. Also zum einen sehen wir natürlich ganz klar, wir haben hier eine riesige Schiebezone, die hier seit Monaten anhält. Das heißt, ich würde jetzt in der Aktie selber kein Investment machen. Ich würde sie auch nicht traden wollen. Dafür ist die Aktie mir A zu günstig, weil ich keine Aktien handle, die in diesem Preissegment sind. Aber grundsätzlich, wenn wir mal den Preis außen vor lassen, möchte ich halt, dass die Aktie aus dieser Schiebezone halt herauskommt. Also solange die hier so seitwärts konsolidiert, und das macht die jetzt seit einem Jahr, habe ich halt keine Lust, in die Aktie einzusteigen, und dann konsolidiert die hier ewig und 3 Tage drin herum. Also allein, wenn wir uns hier diesen Bereich hier anschauen, natürlich sind das 15%, die hier sind, oder gut 10%, aber ich weiß halt nie, was kommt am nächsten Tag, weil die Aktie steigt extremst, also hat die ganze Handelsspanne und fällt dann im Prinzip 3 Tage wieder runter und bleibt dann hier 4 Wochen in dieser Handelsspanne von einem einzigen Tag gefangen und hat es auch hier nicht geschafft, hier wirklich rauszukommen. Das heißt, solange die hier drinne ist, würde ich persönlich halt abwarten, aber wenn die ausbricht, dann wird es wahrscheinlich dynamisch werden und dann wird die Aktie auch wahrscheinlich gut. Nur die Frage ist halt, wann passiert es? Okay. ATVI. ATVI, ja, das ist ja auch immer sehr gern genommen. Ja, Aktie befindet sich momentan in der Konsolidierung und könnte wahrscheinlich, wir machen das ja in den Workshops auch immer, könnte wahrscheinlich jetzt auch jeder sagen, ist die Aktie besser als die anderen Aktien, die wir uns angeschaut haben, oder eher schwächer als die anderen Aktien, die wir uns angeschaut haben. Und ich persönlich würde die Aktie gerade momentan halt
nicht anfassen, weil sie einfach wesentlich schwächer ist als das, was wir vorher zum großen Teil gesehen haben. Auch wenn wir jetzt in den Stundenchart schauen, werden wir sehen, dass wir hier eine doch ausgeprägte Konsolidierung haben. Und das spricht halt für mich erstmal nicht dafür, dass ich unbedingt in diese Aktie hinein muss. Denn wie gesagt, wenn wir uns das hier anschauen, Aktie läuft runter. Das kann sich natürlich innerhalb von ein, zwei Tagen immer wieder ändern. Aber grundsätzlich, wenn wir uns das anschauen, die ist halt, auch wenn wir uns den kleineren Trend hier drin anzeichnen, dann sehen wir auch, wir sind halt einfach noch auf dem Weg nach unten. Und ich sehe ja noch nicht, dass das Ende hier erreicht ist. Okay, dann die letzten beiden. AMAT. Und B AMAT und BIIB. Ja, hier sieht es wesentlich besser aus bei Applied Materials, weil wir hier schon wieder fast an den Hochs dran sind, kommen aber aus der Konsolidierung. Und das ist eben das, wonach ich halt immer suche, Werte, die hier rauskommen. Und dann schaue ich halt einfach nur in den Stundenchart hinein und gucke, wie kommen wir da zu Füße. Und das ist eigentlich das, was ich halt spannend finde. Also Werte, die halt aus der Konsolidierung herauskommen, immer das Verhältnis Tag und Stunde, das macht halt Sinn. Wir haben auch hier gesehen, dass der Markt hier nicht wirklich weiter nach unten will, also auch alle, die sich so mit Kerzengeschichten beschäftigen, sehen wir, der Markt wollte hier nicht nach unten. Wir sehen, der Markt läuft nach oben. Vielleicht gibt es noch einen kleinen Rücksetzer heute am Abend, sodass wir dann die Möglichkeit haben, vielleicht noch ein bisschen günstiger reinzukommen. Und aber sieht grundsätzlich auf jeden Fall wesentlich besser aus als die ATVI, die wir gerade hatten. So, und was hast du gesagt, was ist die letzte Aktie? BIIB. Nochmal bitte? BIIB. Ah, okay. Ist akustisch nicht übergekommen. So, hier finde ich auch super spannend, dass wir wieder sehen, im Prinzip, die Aktie ist halt im Tageschart sehr schön korrigiert. Wir sehen hier, die hat im Prinzip innerhalb einer Woche versucht, hier zweimal den Boden zu testen bei ungefähr 300, 306. Und nachdem das gehalten hat, hat die Aktie halt versucht, ein neues Hoch zu machen, konsolidiert jetzt hier drunter. Das heißt, sie macht eigentlich das Gleiche wie der Index, konsolidiert gerade. Und wenn die jetzt aber hier rauskommt, dann haben wir gute Chancen, dass Biogen hier dann auch entsprechend weit nach oben läuft. Da haben wir ja relativ viele Aktien heute geschafft. Ja. Also fand ich auch super spannend, weil viele Werte wirklich dabei waren, die sehr, sehr gut aussehen. Also von daher vielen Dank dafür, für das Heraussuchen dieser spannenden Werte, die ihr hattet. Ich finde es halt immer wichtig, dass man sich mit diesem Thema halt auseinandersetzt, mit dem Thema Screening, weil wie gesagt, es ist halt einfach der Punkt, wenn man im Handel ist, man schaut sich die Indizes an und von da aus dann eben entsprechend, welche Aktien sind hier spannend, dass man das einfach screent, sich anschaut, sind die Märkte besser oder schlechter als der Index und dann versucht man halt hier entsprechend reinzukommen. Vielleicht noch zwei Sachen, weil wir das vorhin am Anfang angesprochen haben, also zum einen zu kleine Konten, wir haben es jetzt den ersten Termin, 9 Stück haben wir noch anstehen, wer jetzt noch mit dabei sein möchte und sich noch nicht angemeldet hatte, einfach machen, der bekommt dann am Montag die Aufzeichnung zugeschickt vom ersten Teil und Montagabend geht sofort los mit dem zweiten Teil. Zwei Werte hatten wir schon im Depot, erster Wert ist mit plus 4% rausgegangen, der zweite Wert, der sprechen wir dann auch am Montag drüber, ist im Moment ein Index. Wir haben im Moment den TecDAX auch noch mit drin. Auch der entwickelt sich hier sehr, sehr schön, wie man hier sehen kann. Und wir werden uns jetzt dann in den laufenden Wochen mit dem Thema Screening immer mehr beschäftigen. Das heißt, wir werden Stück für Stück im Prinzip Theorie und Praxis zusammenbringen. Was ist wichtig, um erfolgreich zu handeln? Und werden dann eben auch noch einen Schritt weitergehen, als wir das jetzt machen. Das heißt, wir gucken im Screening halt genau, welche Werte sind interessant, welche Setups passen dort, welche Stop-Logiken machen hier Sinn. Und wenn ihr da mehr zu erfahren wollt, findet ihr das natürlich auf meiner Website www.lödemann-coaching.de. Und für alle, die sich für das Thema Daytrading interessieren, haben wir gerade den Newsletter für die ersten rausgeschickt, für die anderen spätestens morgen. Fünftägiger Intensiv-Workshop Theorie und Praxis vom 4. bis zum 8. November. Das Ganze findet statt bei uns im Handelsbüro. Gibt auch nur wenige Plätze, weil wir eben nicht so ein großes Büro haben, beziehungsweise ist doch relativ groß, wir haben 180 Quadratmeter, aber der Seminarraum packt halt nur 8 Teilnehmer und von daher, wer Lust hat, sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen, nicht nur Theorie immer zu gucken, sondern das Ganze dann auch in die Praxis umzusetzen, findet entsprechend dann auch auf meiner Website alle Informationen dazu und wenn ihr Lust habt, schaut einfach vorbei und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht bei uns im Handelsbüro dann sehen.
Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und vor allen Dingen eine erfolgreiche Handelswoche. Ja, vielen Dank, Mario, und vielen Dank an die Teilnehmer, für die, dass sie mitgemacht haben und uns Werte genannt haben. Ich wünsche allen natürlich ein schönes Wochenende. Vielen Dank für die Teilnahme. Danke, Mario, für das Webinar heute. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Termin. Wird am 14. November sein, einen Dienstag. Und bis dahin passen Sie auf Ihre Position auf. Bis dann. Tschüss. Tschüss.